Ich gratuliere den Preisträgerinnen des Bundespreises Verbraucherschutz 2022 ganz herzlich. Die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz verleiht diesen Preis alle 2 Jahre an Persönlichkeiten und Organisationen, die sich für Verbraucherschutz einsetzen. Der Preis für Engagement für Verbraucherschutz geht dieses Jahr an Ann-Christine Erdmann, eine Lehrerin, die Verbraucherbildung aktiv in den Unterricht bringt. Den Preis für das Projekt des Verbraucherschutzes teilen sich dieses Jahr 2 Organisationen. Zum einen Verwertung, ein Zusammenschluss von Organisationen, die die transparente und verantwortungsvolle Altkleidersammlung voranbringen und damit auch die Nachhaltigkeit. Zum anderen die Arbeitsgruppe Sekuso, die Datenschutz für Verbraucherinnen und Verbraucher verständlich aufarbeitet. Ich freue mich, dass diese Projekte Mut machen, sich weiter für Verbraucherschutz einzusetzen. Herzlichen Glückwunsch!